So, weiter geht's bei den Challenges. Jetzt ist Catwoman dran. Das lange Halloween sieht ein bisschen strange aus, sagte ich ja mal. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter mit. Ich hasse es, wenn ich Leute anschreibe, aber ich muss halt bei diesem Spiel online sein. Bei den Challenge Maps wegen den Highscores. Weiter geht's auf jeden Fall mit Blindes Schieße extrem mit Catwoman. Zweiunddreißigtausend. Na, gibt's bei euch eine Stelle, an der ich kratzen soll? Sieht voll schlimm aus, dieses Kostüm. Ich lasse es jetzt an, während wir hier kämpfen. Aha. Und tschüss. Oh, ich freue mich dann schon wieder auf Stealth-Abschnitte. Wo ich die dann wieder so fliegen lasse. Wobei Catwoman hat nicht so schöne Gadgets. Das war mit Batman viel lustiger. Du würdest doch kein Mädchen schlagen, Mit den oder? Schocksachen. Oh, wieso hat die denn die Kombo unterbrochen? Naja, wenigstens holen wir uns den Bonus, dass wir nicht getroffen werden. Hey, tanzt mal eine Runde, Jungs. Hä, wieso konnte ich den gepanzerten Typen schlagen? Obwohl er gerade dabei war, sich aufzurichten. Naja, das Spiel muss man manchmal nicht verstehen, oder? Zack, 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 zack und guten Abend. Da haben wir die erste Medaille. Sollte aber für die anderen auch. Mal im Ernst, ihr habt keine Chance, Ein Jungs. Klacks werden. Ich kann es irgendwie gerade nicht nachvollziehen. Ich scheine durch die Let's Plays ein bisschen noch dazugelernt zu haben. Denn als ich Arkham Asylum spielte, hatte ich teilweise meine Mühe mit den Kampfkarten. Und ich fand, die waren eigentlich leichter als das, was wir hier zu sehen bekommen. Das mag jetzt vielleicht an den verschiedenen Moves liegen. Aber vielleicht liegt es auch einfach echt nur daran, dass ich Erfahrung gesammelt habe. Denn das halte ich gerade für wahrscheinlich. Bist du der letzte Bursche? Ja. Und tschüss. Das dürfte eine Kombo gewesen sein, meine ich. Ich weiß nicht, ob ich mich in Gesellschaft von so hässlichen Ja. Typen wohlfühle. Denn bis auf eine einzige Ausnahme. Ne, nicht bis auf eine einzige Ausnahme. Bis auf wenige Ausnahmen habe ich alle Stages, alle Maps diesmal mit einem einzigen Versuch gemacht. Oh, scheiße, keine perfekte Speedflow. Ich meine, schaut euch mal bitte mein Arkham Asylum LP an. Als es da zu den Herausforderungsmaps ging. Da habe ich tatsächlich eine größere Mühe gehabt. Aber hier? Null Problems. Ich schieb's jetzt erstmal darauf, dass ich an Erfahrung gesammelt habe. Und das gibt einen schönen Abschluss. Bams. Oh, der wäre beinahe da hoch reingeflogen in den Tank. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich konnte dieses Spiel auch von vornherein besser. Obwohl, das würde ich gar nicht mal sagen. Ich würde einfach mal sagen, ich habe Erfahrung gesammelt. Ich bin besser geworden. Der Stärkste überlebt. 60.000 und hier kam. Ja, hier kam Titan vor. Ich musste gerade überlegen, aber hier war es. Hier und im Lachkabinett. Und auf dem Dach kommt der erste Abramowitsch vor. Abramowitsch. Ruska, Ruska, nein. Soll nicht rassistisch werden. 60.000 also. Mal im Ernst, ihr habt keine Chance, Jungs. Die sieht aus wie Man-Bat anstatt wie Catwoman. Ach, schon wieder keine perfekte Free-Flow. Das war ja mal ein cooles Ausschalten eben. Was wolltest du? Diese Eleganz. Beim Ausschalten der einzelnen Gegner. Watches. Und zwar wird es trotzdem eine schöne hohe Combo. Ich weiß nicht, ob ich mich in Gesellschaft von so hässlichen Darf er das Typen erst wohlfühle. ohne was? Ah, nein, jetzt hat er mir diesen Mist. Au! Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich anstelle. Nein. Okay, springen.
springen. Wenn ich fertig bin, erkennt mich nicht mal Mutti. Das ist ja interessant. Catwoman darf gar nicht auf den Titan drauf. Jetzt bin ich gespannt, wie ich das hier wuppen soll. Ach Mann. Alles für uns. Das springt definitiv nicht auf den Titan. Warum auch immer. Aber ich... Ja, ich lasse mich auch. Das ist so ein bescheuerter Spruch. Aber die Combo ist immer noch am Laufen. Na, ah, immerhin. Das gibt trotzdem einen schönen Punktzahl. Der da hinten steht immer noch. So bereit. Hättest du mal längst geworfen. Der hat ganz schön abgewartet, der Bursche. Klatsch, 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 klatsch. Na, wir haben unsere erste Medaille. Komm, die schalten wir noch so aus. Noch einen kleinen Abschlussbonus. Also ich weiß, dass Robin einen Titan reiten kann. Zwingt mich nicht dazu, wahrscheinlich euch auch zu erniedrigen. Catwoman ist wahrscheinlich nicht so der Typ dafür. Das wird dann interessant bei dem extremen Lachkabinett. Wie ich das anstellen werde. Nein! Wieso denn? Ich habe doch das Gadget auf den geworfen. Ist doch mies. Achso, ich habe gesehen, wo das gelandet ist. Gar nicht so, wie ich es geplant hatte. Sondern ganz woanders. Okay. Haha! Und da fliegt die alle wieder schön. Wieso habe ich den jetzt verletzen können? Das war doch ein gepanzerter Schurke. Ich hätte eigentlich vorgehabt, den nochmal mit einem Niederschlagblatt zu machen. Naja. Du würdest doch kein Mädchen schlagen, oder? Okay. Mal schauen, wie ich das jetzt zu meinem Vorteil oder Nachteil nutzen muss mit dem Titan. Weg! Warum? Ey, ich sehe gar nichts hier. Ihr habt mich voll in die Ecke gekämpft, ihr Babsäcke. Mann, ich kann gar nicht spielen, wenn ich in der Ecke bin. Mal schauen, wie wir es machen. Ich würde jetzt sagen, ich versuche die Combo hochzureißen. Wieso ist meine Combo eben abgebrochen? Wir versuchen die mal hochzureißen. Hopp! Hey, Catwoman! Wir werden dich jetzt zu. Und dann werde ich versuchen, das mit dem Titan zu kombinieren. In der Hoffnung, dass das mir nützt. Okay, ich kam noch rechtzeitig weg. Weg! Ich bleibe erstmal auf Distanz. Weg! Nein, wieso bricht denn da die Combo ab? Wieso ist sie denn da abgebrochen? Wieso denn? Ich verstehe es nicht. Ich bin nur ausgewichen. Das kann ich vergessen. Muss ich nochmal starten. Lauft lieber weg und versteckt euch irgendwo. Also auf ein neues. Ich war nämlich darauf aus, ich könnte den Typen reiten, den Titan. Ich sollte also versuchen, perfect free flows zu haben. Und den Dark Knight Bonus, also nie getroffen zu werden. Es wird insofern schlimm, den einzuhalten, wenn Titan versucht, auf mich loszustimmen. Was jetzt gleich in der nächsten Runde der Fall sein wird. Zwingt mich nicht dazu, euch zu erniedrigen. Ah, super! Beides vergessen. Können wir vergessen.
Jetzt muss ich versuchen, die Kombo so durch jeden Fall Bonus hochzureißen. Das war optimal. Du wirst hier sterben. Bleiben wir erstmal im Focus Reflow. Aber die Titan gerade mal einen Moment. Nein, warum springt die denn raus aus dieser Combo? Ich hätte so eine schöne hohe Multiplikator haben können. Ey Catwoman, das ist doch ein scheiß Dreckwitz, den du gerade hier machst. Fuck. Ich wollte, dass dieses ganze mal 23 genommen wird. Na, gibt's bei euch eine Stelle, an der ich kratzen soll? Okay, diese Runde muss es jetzt raushauen. Wir versuchen hier eine hohe Variation reinzubauen. Hier schlag ich den Schädel ein, Catwoman. Okay. Schön. Kontern und jetzt hoffe ich, dass ich nicht von irgendwem getroffen werde und einen bösen Fehler baue. Jawoll, ja. Bist du da hinten der Letzte? Jawoll! Das war doch mal schön. Allerdings... Ich weiß nicht, ob ich mich in Gesellschaft von so hässlichen Typen wohlfühle. 15.000 vor mir wieder. Einmal tanzen. Das dürfte den Titan auch mal beschäftigen im Moment. Nein! Die haben eine Combo für uns. Okay, aber noch ist nichts verloren. Noch ist es machbar. Einmal dancen. Abhauen. Er kommt! Weg! Hier schlag ich den Schädel ein, Catwoman. Ich muss nur über den Titan drüber. Okay, wir haben die dritte Medaille. Boah. Boah, was? Das kann ich nicht mehr machen, wenn der... Die liegt doch eigentlich auf dem Boden zu geben. Wir werden dich ersäufen, Kätzchen. Na gut. Hey, wieso kann ich da nicht über den drüber springen? Naja, schalten wir dann so aus. Gut, ich wusste nicht, dass das so anstrengend werden könnte mit Catwoman und Titan. Aber gut, lernen wir mal wieder was dazu. Ich hätte auch gedacht, die kann auf die Titan auch draufsteigen, weil es die anderen auch alle können. Keilerei auf dem Dach extrem. 40.000 mit Abramovic, Runde 1. Das wird dann Lachkabinett Nummer 4 ein schönes Problem geben. Und schön meine ich da sehr ironisch. Na, gibt's bei euch eine Stelle, an der ich kratzen soll? Wir reißen hier die Maske weg, weg, runter. Weg. Schlappe. Das werfen wir nicht. Frösche. Nein, du solltest den mit dem Schild angreifen. Na toll. Wieso denn, Catwoman? Mann! Verhunzt mir meine Combo hier gerade voll, die Babsäcke. Das war ein schwacher Anfang. Runde 1. So, damit es keiner in die Hand nimmt. Du würdest doch kein Mädchen schlagen, oder? Ja, in dieser Runde. Bin ich schon der Abramovic? Oder irre ich mich gerade? Ich irre mich gerade. Nein, den wollte ich nicht ausschalten! Mhm.
bin ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass du den hier ausknockst. Weil I'm the one who knocks. Verstehst du? Bauen wir noch ein bisschen Variation rein. Du bist der Letzte, gell? Dann mach ich dich so kaputt. Das war aber eine Kombo, oder? Bitte gib mir den Perfect Reflow. Bonus. Mal im Ernst. Ja. Ihr habt keine Chance, Jungs. Ach, Abramovich war es Runde 4. Ich war verwirrt. Ich geb's ehrlich. Ich bin halt öfter mal verwirrt. Ich bin ein geistig verwirrter Mann. Fang das. Du solltest eigentlich den da. Okay. Der hat aber schlecht geworfen. Tanzen wir eine Runde wieder. Oh nein, ich hab den falschen attackiert. Den mit dem Schild, den wollte ich gar nicht attackieren. Na gut. Holen wir uns noch den Perfect Night Bonus. Warum? Ich wollte schon sagen, warum greift sie immer den falschen an? Damit. Nein, jetzt hat er mir auch noch diese 5000 Punkte streitig gemacht und du bist doch ein Absack. Klappsack. Klappsack. Okay, ich meine, es kommt Abramovich. Trotzdem. Das hätte besser sein können. Ach, 13.000 ist aber ein Klacks für eine Runde. Sollte man meinen. Ich hab mich verlaufen. Will keiner einer Dame helfen? Du hast überhaupt keine Chance. So. Arbeiten wir den Wurscht. Was? Wie konnte der mich denn eben treffen, bitte? Ich war doch hinter dem. Wieso stirbst du nicht? Wieso trifft er mich denn? Ey, komm. Jetzt ist alles verhunzt. Oder? Stop it. Okay, 9000 können wir doch rausreißen noch. Ich muss nur viel Variation versuchen einzubauen. Okay. Und ich darf kein einziges Mal mehr getroffen werden. Wieso ist denn meine Combo weg? Wieso ist denn meine Combo unterbrochen gewesen? Was ist denn jetzt los? So nett. Nein, ey. Ach so, da sind noch Ninjas zum Arbeiten. Na toll, wieso unterbricht die denn dauernd ihre Combo? Ich schlag doch die Gegner. Das gibt's doch nicht, Catwoman. Wir versuchen das jetzt hochzutreiben. In Focus Free Flow. Ah. Dann könnte ich jetzt noch eine kleine Chance haben. Das war knapp. Ja! Ich hab's noch geschafft auf die 4000. War knapp, aber das war ein scheiß Ergebnis. Das hätte man. Hohoho! Das hätte man definitiv besser machen können. Alter, Catwoman, gib voll an hier. Kick in the face, kick auf den Boden, kick ins Knie, kick in die Kehle. In die Wutze-Knigenei. Ah.